habe ich aber noch nichts, was irgendwie Stärke und Schwächen angeht. Ich würde ja gerne, aber ich würde erstmal gerne Infos haben eigentlich. Wer bist du denn da? Mugrisch. Der Edle. Macht 10. Ich habe keine Infos. Ich bin mal kurz weg. Nach einem Stoß in mein Horn kommt jeder Uruk im Umkreis hergeeilt. Immun gegen Fernkampf. Na gut. Schon mal zu gut zu wissen. Bin mal weg. Steht der eigentlich direkt daneben? Ist doch voll kacke. Au! Ich such doch vor allen Dingen erstmal was. Ich könnte auch den verhören, aber ich würde den verhören nur wegen einem schwächeren. Wenn die Sklaven nicht schneller machen, bauen wir die Straßen aus Armeen, aus ihren Leichen anstatt aus Steinen. Das ist alles ein bisschen. Wir machen ein Karago hier oben. Lol. Ich würde eigentlich gern noch. Sklave gerettet. Ja, da hängt's wieder. Sehr gut. Ja, okay. Das könnte, wobei es könnte auch gerade gewesen sein, dass mein Aufnahmeprogramm gesagt hat, jetzt packe ich mal das Zeug weg. Oh, Wahnsinn. Hab bloß nicht so viel Schaden. Könnte mir jetzt in dem versuchen, aber das will ich halt eigentlich nicht. Weg hier. Der Hauptmann hat aufgehört, die Leichen zu sehen. Ich hab ihn fast. Ah, dann komme ich hier. Oh, kann ich hier oben drüber? Okay, ich kann nicht über drüber, das ist also auch super. Oh, habe ich hier noch irgendwo mal irgendwo Infos bekommen kann? Nö. Kann überall keine Infos mehr kriegen. Ich würde aber eigentlich gerne Infos über den anderen kriegen. Hier, über Dingens da. Mugisch der Edle, den habe ich gerade getroffen. Aber der hat Macht 8. Der hat Macht 4. Ich würde lieber den da oben behalten. Der ist einfacher zu töten. Ich töte dich! Aufzehrung! Ich bin immer Elbenhöhe zurück. Lustig. Aber Infos kriege ich ja trotzdem von keinem von denen. Doch, da hinten. Der. Ja, komm, geh rum.
Ich hab den dreimal gegriffen. Dankeschön. Und zwar will ich den dort haben. Kann durch Schleichschüsse sofort getötet werden. Ja, gut, dann machen wir das doch. Zack. Danke. Und tschüss. Zap, zap, zap. Wo bin ich denn jetzt? Bip, bip. Kreis, ein Luger Stahlschläger, da will ich hin. Oh fuck, hier das Vieh. Ich will hier von so einem Vieh getötet werden. Wuppapapapa. Ups. Wow! Ups, oh, ich regeneriere mich auch noch nach Zeit wieder. Bis auf den Tod. So, den Speerträger würde ich jetzt eigentlich gerne töten. Ich reiß dir die Augen raus und du holst Blut. Du bedrohst mich nicht. Oh, was ich mit dir anstellen werde. So. Vernichtet die Verräter! Geräte. Panik bei Eingriff von Karagor. Du darfst ja wegrennen. Duell gelöst. Er flüchtet. Toll. Das wollte ich gerade nicht. Wie bist du denn los, dass der da so weit oben ist? Macht 9. Toll. Ist das eine Macht bekommen? Hast du an der gleichen Stelle geblieben? The hell? Weißt ihn! Menschendreck! Du kehrst also zurück. Tja, diesmal werde ich dich nicht so schnell töten. Was machst du denn jetzt hier? Oh, nö. Bald liegt sie wieder unter der Erde. Geh weg. Zeit, dich schreien zu lassen, Narr. So, habe ich von dem Typen hier, von dem da schon? Nein. Sehr gut. Aha, kann durch Tod im Rücken am besten sofort getötet werden. Bringt Panik, wenn er brennt. Okay. Wir werden dich bluten lassen, Waldläufer!
Das setze dich nicht! Meins. So, wo habe ich denn noch keine Infos? Bereits bekannt, bereits bekannt. Bereits bekannt. Bereits bekannt. Ja, irgendein, nehmen wir halt den hier. Mukluk, der Starke. Sieht irgendwie die Landung gleich aus. Krago kann durch Kampfverschiff verwundet werden. Du starbst, wie du lebtest. Meine Uruks werden dich zerfetzen! Fähigkeit freigeschaltet. Wurfdolche, Durchhagel. Tödlicher Schattenangriff. Eine tödliche Variante des Schattenangriffs. Ich guck da mal ein bisschen zu. Oh, ich hab den Karago getroffen. Das wollte ich eigentlich nicht. Ganz und gar nicht. Dreh dich um, damit ich dich töten kann, du Biest! Wow! Bitte auf mich. Chill mal. Du hast auch noch anderes zu tun. Das läuft nicht nach Plan! Immun gegen Fernkampf. Oh geil, das zählt dann auch das da runter. Na geil. Och nö, Jungs. Wow. Jetzt bleibt doch stehen, Typi. Oh. Ist das penetrant. Hab zufällig einen Häuptling reden gehört. Die wollen hier mehr Schildträger und Bogenschützen stationieren. Ich frage mich warum. Sie müssen irgendetwas Großes vorhaben. Gib deinen Verstand auf. Au. Das ist er doch tot. Selbst verbrannt. Er ist ja nicht verbrannt. Depp. Und tot. Jetzt muss ich mir die ganzen Sachen noch holen. Zap, 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 zap. Meins? Chance
Elbenschutz halten. Ja, achso, das Terrorisieren, ja gut. Kann ich jetzt Elbenschutz erhalten? Ich muss mich ganz scheiß zurückrennen, ey. Boah. Radlok hat den Tag getötet und ein ganzes Fass Grog für sich bekommen. Hat er nicht. Er hat es vom Hauptmann geklaut, als der gerade ein paar Bleichhäute niedergeschrien hat. Der Narr könnte den Tag nicht töten, selbst wenn seine Waffe brennen würde. Da ist er. Eins gegen euch. Und zack. Und Sklaven gerettet. Wo sind eigentlich Fledermäuse? Die brauche ich noch. Klingenhagel, töten und den Fokus wieder her. Ah, Festnagel macht mir 40% Fokus wieder. Tja, Schockwelle brauche ich glaube gar nicht. Was, bei Schleichtötungen mit dem Bogen werden Fokus wieder hergestellt? Oh, das ist doch geil. Wupp. Stufe 11, Stufe 16. Umwandeln. Was sind überhaupt noch Hauptaufträge? 1, 2, 3, 4 habe ich noch. Und Hauptaufträge gibt es wohl gar nicht mehr. Was hat der denn für Schwächen? Im Rücken einer Bestie sofort getötet werden. Nehmen wir doch mal den als Team. Hier gibt es noch keinen Turm. Oh, ist das eklig. Nächster Turm ist wahrscheinlich nur der hier. Ich danke dir. Drei Sklaven befreit. Oh, halt, falsche Richtung, wie ich schon wieder laufe. Meine Fresse. Jedes Mal das Gleiche. Ist nicht viel gekonnt. Wo hätte ich auch noch einen Notfuß?
Ja, ich glaube, es ist einfach nur durch. Ist mir jetzt egal. Bindel um Gnade. Das Ehenauftrag ist nicht sozusagen anfange. Das ist im Endeffekt egal. Ja. Ups, da nehmen wir das Artefakt da drüben mit. Die komischen Fliegen. Schade, dass die Gegner nicht auch die Umgebung ein bisschen einbauen. Und sozusagen versuchen, sich da entsprechend zu ärgern. Diese Zierstoffmetall wurde von Weitlern hauptsächlich dafür benutzt, ihre Umhänge geschlossen zu halten. Die Türme werden bald stehen. Keine Ahnung, warum sie die Zähne genannt werden. Sie sollten Kiefer heißen. Weil sie uns hier treffen werden? Genau. Mitten auf den Kiefer und so oft, wie sie können. Aber sieh es mal anders, Bruder. Von hier aus können wir nach Mordor sehen. Und zuschlagen, wenn es nötig ist. Die Ahel war kurz davor, den Eid abzulegen. Er sollte ein Waldläufer werden. Solch ein übles Ende hat er nicht verdient. Wir leuchten jetzt oben drüber. Dann würde ich das gerne noch mitnehmen, wenn es mich lässt, das Spiel. Es lässt mich halt nicht. Spiel, manchmal bist du echt anstrengend. Hier soll ich jetzt so. Ach Gott. Kriegsmaschine der Uruk. Hier, das habe ich in Uduin gefunden. Was ist es? Sie haben diese Maschinen gebaut. Sie wühlen in Uduin die Erde auf. Die Maschine zieht Furchen in das Land, in denen die Sklaven nach Schätzen wühlen. Ton und Schlamm geht an die Brennöfen. Metall geht an die Schmieden. Alles, was sie gebrauchen können, das nehmen sie. Wenn sie alte Waffen oder Rüstungen finden, geben sie es den Urukai, den großen Kerlen. Was sie damit tun, das weiß ich nicht. Sie planen etwas, so viel weiß ich. Wir müssen wissen, was in Mordor geschieht. Wir haben viele Augen dort, doch deine sind besonders scharf. Du dienst uns gut. Kehre zurück und berichte, was du siehst. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Lass dich nicht ergreifen. Der Rat darf nicht erfahren, was du tust. Warum darf denn der Rat das nicht erfahren? Über Jahre standen wir auf dem Schwarzen Tor und sahen nach Mordor. Doch wir sahen nichts. Wir haben geschlafen. Der mörderische Rhythmus der Kriegsmaschinerie des dunklen Herrschers wird uns alle erwecken. Sie sind jetzt woanders. Wir müssen sie zerschlagen. Ich bin irgendwie völlig daneben. Die Cargo, was hier wild rumlaufen, ist auch mal geil. Wow! Warte, ich rieche etwas. Wieso bin ich jetzt plötzlich woanders hingelaufen? Wie falsch? Noch den Asyl. Was für ein Geräusch! Bleib stehen und kämpf! Was war das? Ja. Andersrum sinnvoll, da muss ich nicht durch die ganze Scheiße durch. Einen Kampf, in dem du aus der Ferne mit Speeren wirfst. Wenn ich anfange, wirst du dir wünschen, von deiner Qual erlöst zu werden. Schlagfleisch, Schlemmer.
Junge, mit dir will ich gerade nichts anfangen. Tschüssi. Was war das? Mit euch habe ich gerade nichts am Hut. Mein Zip ist Siege, die ich das heute vor ihm bestellst. Zum Hand, indem du deine Bestien freilässt. Die Hybris kommt in gezähmter Gestalt. Befreie die Karagor des Häuptlings und offenbare seine Torheit. Irgendetwas Seltsames liegt in der Luft. Willst du mich verarschen? Zum vierten Mal? Und vor allen Dingen, was macht denn der hier bitteschön? Oh. Es heißt, die Sklaven hätten Uruks getötet. Denn das ist mein Gerücht, nicht wahr? Schleicht hier jemand herum? Hab ich mir wohl nur niemand Uruks töten. Wo sind die anderen? Sorg. Wollt mich verarschen? Wie viele rennen hier rum, oder? Hä, der neue Leibwicht oder was? Tumuk Abhäuter. Sorg. Flag Fleischschlimmer. Kugelmesserstiche, der ist sogar von jemand anderem der Leibwächter macht, der hier, what the hell? Und wie gesagt, zum wievielten Mal habe ich den jetzt wieder? Meine Fresse. Der ist schon bei Macht 15 inzwischen. Wo muss ich denn da hoch? Ist noch einer. Stört mich da drüben. Und du da auch. Hopp. Hopp. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. So. Muss mal gucken, wie man den töten kann. Nicht dich. Dusch. Furcht vor Karagor. Der rennt schon mal weg. Wo ist der denn hier denn jetzt? What the fuck? Schneller Tod. Gnädig sogar. Ein solcher bleibt dir verwehrt.